Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Haiger unterwegs. Heute bin ich hier im Wald zwischen Flammersbach und Allendorf und habe dort diesen alten Grenzstein gefunden. Ich befinde mich also ziemlich genau auf der Landesgrenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Wenn man hier im Wald spaziert, kann man leicht an diesem Grenzstein vorbeigehen, wie an so vielen, die im Laufe der Jahrhunderte aufgestellt wurden. Grenzsteine, sie markierten Gebietszuteilungen und zogen eben eine Grenze. Zum Glück können wir die meisten Grenzen heute gut überschreiten. Ob ich nun hier auf hessischem Boden knie oder einen Schritt nach hinten nach Nordrhein-Westfalen gehe, das ist alles gar kein Problem. Und auch wenn wir unsere Sommerurlaube planen, die meisten von uns haben keine Probleme, in andere Länder zu reisen und Grenzen zu überschreiten. Die Freizügigkeit, mit der wir leben, die ist ein großes Privileg. Das gibt es nicht in allen Ländern, denn noch immer gibt es auf der Welt Grenzen, die wirkliche Grenzen sind und Menschen trennen, Länder voneinander trennen. Kein Durchkommen, vielleicht sogar Feindschaft zwischen den einen auf der einen Seite der Grenze und den anderen. Und dann gibt es ja auch noch die Grenzen in unseren Köpfen. Vorurteile, unterschiedliche Vorstellungen von dem, was richtig ist und wie man doch zu leben hat, trennen uns so oft voneinander, bauen Grenzen zwischen Menschen auf, die wir gar nicht sehen. Von Jesus wird erzählt, dass er solche Grenzen in den Köpfen überschritten hat. Er ist zum Beispiel zum Zöllner gegangen und hat bei ihm zu Mittag gegessen oder zu Abend. Er hat sich eingeladen bei dem Mann, der aufgrund seiner Berufsausübung ausgeschlossen war, ausgegrenzt war. Und er hat damit etwas bewegt bei diesem Zöllner. Eine Veränderung. Und der Zöllner konnte ab dann anders leben. Für die Menschen drumherum war es ein Ärgernis. Genauso wie sie sich wunderten, wie grenzenüberschreitend Jesus zu den ausgestoßenen Menschen ging, den Leprakranken, den Ehebrechern. Er hat die Grenzen in den Köpfen überschritten. Ein tolles Vorbild ist das. In einem Kirchenlied heißt es: Meine enge Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Ich finde, das ist eine schöne Bitte, vor Gott zu bringen, dass er die Grenzen, die wir in den Köpfen haben, aufweitet, damit wir eben Grenzen zwischen uns überschreiten. Denn ich glaube, wenn wir die Grenzen in unseren Köpfen überschreiten, auf andere zugehen und auch unterschiedliche Vorstellungen zulassen, dann können wir sukzessive auch die konkreten Grenzen zwischen Ländern und Nationen überschreiten, dass auch andere Grenzen, so wie dieser Grenzstein, einfach nur noch eine historische Erinnerung sind. Möge Gott uns helfen, unsere Grenzen zu überwinden. Bleiben Sie behütet. Musik.